Und mit diesen altbekannten Worten begrüße ich euch zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute mit dem Tier 7 Schlachtschiff Nelson. Ja, aktuell sind einfach Schlachtschiffwochen auf dem Kanal, kann man nicht anders sagen, denn natürlich ist jeder da mit denen am Start. Wer nicht weiß, was für ein Schiff das ist, hinten steht es nochmal drauf, da, zack, da, Nelson. Und nicht zu verkennen an den drei Türmen, die alle vorne positioniert sind. Mit in Summe 9 Kanonen. Also, da ist aber richtig was am Start. Schaut von der Optik eher wie ein Dampferfrachter aus. Keine Ahnung. So. Und da gehen wir jetzt direkt ins Live-Gameplay. Haben da die ersten Hits gesehen. 9000 Schaden. Auf der King George. Und deine Mutsuki nah an ihm dran. Also gerade, wenn ihr mit dem Schiff auf den Gegner zufährt, habt ihr dann natürlich durch diese drei Türme eine Wahnsinns-Feuerpower, wo ihr dann natürlich absolut riesige Probleme bekommen werdet, wenn ihr euch mal zurückziehen müsst. Weil dann könnt ihr in der Regel einfach nicht mehr drauf feuern. Also das muss euch durchaus bewusst sein, dass das dann zu Problemen kommen kann. Das Gegnerteam ist fast geschlossen zum C-Cap rübergefahren, sowie sein Team eben A und auch B so weit als möglich abdeckt. Also da sind sie sich jetzt erstmal gut aus dem Weg gegangen. Die Iron Duke ganz weit weg. Aber mal schauen, die schauen nicht schlecht aus. Ja, gute 6000. Nicht weltberühmt, aber nimmt man auch mal mit, würde ich sagen. Aber so langsam, aber sicher kommen hier die Schiffe beider Teams zueinander. So, dass wir auch endlich mal ein wenig Action hier sehen. Weil dafür, dass bisher schon 6,5 Minuten vergangen sind, muss man sagen, ist noch nicht so viel passiert. Aber ich verspreche euch, ein wenig Schaden werden wir definitiv noch sehen. Ihr kennt mich. Bisschen Schaden habe ich immer. Hat der Papa immer noch einstecken. So, auf jeden Fall kommt hier bald ein Unwetter auf. Und dann sind die Schiffe natürlich gezwungen, nah zueinander zu kommen. Aber die Texas, die können vielleicht nochmal was kassieren. Da, 3000. Nee, halt, da ist noch einer nachgerutscht. Das war dann doch 13.000. Ja, den nimmt man mit. Der ist fein gewesen. So, der Wirbelsturm zieht jetzt langsam auf. Noch ist die Sicht kein Problem, aber wird jetzt zunehmend dann ein Problem werden. So, weiter die nächsten Schüsse. Raus. Und der war doch mit 9000 auch wieder ganz satt. Also, die Texas hat er da jetzt ganz gut im Griff.
Die fährt auch richtig schön daher. Und er macht's clever. Man sieht jetzt ganz gut unten links, wie sein Schiff positioniert ist und sieht eben deutlich angeschrägt. Also nicht so leicht, dafür die Texas zu durchschlagen. Und jetzt will er sich da auf die Iron Duke fokussieren. So, Texas raus, jetzt nur noch die Iron Duke. Der wird schon auf 17 Kilometer, 14 Kilometer und näher kommend. Mal schauen, die Salve. Auch wieder mit 7140, nicht ganz verkehrt. Und jetzt sucht er auch langsam da den näheren Kampf, denn der Wirbelsturm nimmt immer mehr Sicht weg. Jetzt auf 8 Kilometer da schon limitiert. Die Miyoko hier im sehr zurückhaltenden Anstrich der Arpeggio-Schiffe. Da ist er jetzt sehr breitseitig zu Iron Duke, aber macht 14.000 Schaden, lässt ihm noch 831 stehen. Heilt sich aber schon wieder hoch, dementsprechend muss er da nochmal mit einer Salve zaubern. Und da jetzt hat er es geschafft, Iron Duke besiegt. Die Miyoko, die ja, stellt ihm da praktisch nach, aber naja, ob das so clever ist. Aber jetzt hat er genau das Problem, dass er jetzt mit seinen Türmen nicht rankommt und jetzt manövriert er auch so, dass die Türme einmal komplett fast rumdrehen müssen. Und das dauert natürlich lange, lange. So lange kann die Miyoko mal ohne weitere Not hier auf ihn schießen. Und zündet ihn auch sofort an. So, jetzt wird er wahrscheinlich direkt gegenhalten, kann ich mir vorstellen. Genau, weil da dann Puffer, der ist groß genug und er löscht sogar direkt. Und auch hier sieht man mal wieder, wie wahnsinnig gut die Briten sich heilen können. Hätte noch locker gefühlt mehr wegheilen können, sofern es denn möglich gewesen wäre. So, jetzt nochmal die Miyoko und jetzt kommt sie dann näher ran und dreht sogar extra rein und 13.000 Schaden und nochmal die nächste Salve. Also da hat die Miyoko zwar schön nachgestellt, aber das auch ordentlich bisher zurückgezahlt bekommen. Der Wirbelsturm mit seinen 8 Kilometer ist hier gar kein Problem. Miyoko ist mit 6 Kilometer nah genug dran, um die weiterhin zu sehen, aber sein Team langsam gerät ins Hintertreffen. 5 Schiffe gegen 7. So, aber die Salve, die sollte reichen, um es da wieder genau zu egalisieren. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Da hat er den Miyoko rausgenommen, hat die Nelson einfach mal gezeigt, Torpedo wo der Bartlin Mosch holt, wie man so schön in Bayern sagt. Torpedos auf Steuerbord. Die Torpedos weit genug weg, gar kein Problem. Da kann er einfach weiter geradeaus schippern. Und was geht denn dahinter auf? Da ist auf einmal eine gegnerische Miyoko. Diesmal aber im normaleren Anstrich. Für mich auch der schönere und die T-22 ebenfalls. Also da sind auf einmal plötzlich zwei Gegner da, die Raso nicht auf dem Zettel hatte. Aber die begrüßt er gleich mal mit einer Zitadelle und knapp 26.000 Schaden. So, er brennt hier mit zwei Bränden. Den löscht er auch sofort.
Ob man den immer so schnell löschen sollte, wenn man eh gerade noch heilt. Weiß ich nicht. Aber ich spiele ja selbst nicht. Von dem her muss er das einfach selbst wissen. So, jetzt sind sie auf jeden Fall mal wieder weg. Und jetzt vor ihm. Ne, Junge, vor dir. Dreh dich. Jo. Belfast nämlich. Sehr schönes Ziel. Seitlich. Ideal. Jetzt zum Beschießen. So. Die Türme drehen jetzt rein. Jetzt hat er sie ausgerichtet. Aber Belfast dreht schon ein bisschen ab. Aber trotzdem 11.000 Schaden. Und das Großkaliber. Und die Scharnost jetzt direkt neben ihm praktisch. Und Scharnost, darf man nicht vergessen, hat ebenfalls Torpedos. Die sind da auch schon unterwegs. Aber die gehen Gott sei Dank daneben. So, jetzt muss er noch 7 Sekunden warten, bis er da schießen kann. Aber wir sehen mittlerweile, sein Team nur noch besteht aus 2 Schiffen. Der Gegner hat noch 6 an der Hand. Also, das ist... Wow, sehr schöner Treffer. Hat er die Scharnost rausgenommen. Aber jetzt ist er alleine gegen 5 andere. Und das ist einfach sehr, sehr bitter. Kann man nicht anders sagen. Er sieht jetzt niemanden. Wobei, das ist jetzt, glaube ich, ihm gar nicht so unrecht, dass er jetzt nicht gleichzeitig von 5 Leuten beschossen wird. Aber er muss natürlich jetzt hier noch irgendwie selber was aufmachen, schießen und so weiter und so fort. Also hat er noch allerhand Arbeit vor sich. Die Belfast, die ist nochmal ein Leckerschmecker. Dreht aber auch sofort rein. Aber trotzdem mit 11.000 Schaden hat er da ganz gut gearbeitet. So, jetzt hat er gleich nachgeladen. Ist jetzt auch in der Distanz für die Sekundären. Sonst ist kein Gegner, doch die Miyoko da auch noch auf ihn am Ballern. Hat jetzt hier auch die Chance der Stunde genutzt und da kommt jetzt noch die Nürnberg. Und jetzt wird es langsam dann doch arg viel mit dieser sehr langen Reload-Zeit. Unterm Strich kann ich sagen, wir haben gleich das Ende erreicht. Leider, muss man gestehen, schafft er es hier nicht. Trotzdem war es eine ehrbare Runde. Er hat sich teuer verkauft und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.